Wir schauen diesmal auf das Aprilprogramm vom Konzerthaus aus dem Intendantenbüro mit Matthias Naske. Kurze Frage vorweg. Matthias, kann ich mit so einem Schlauberpulli ins Konzerthaus? Na, das geht schon. Ja. Also ich bin dafür, dass man in der Kleidung kommt, in der man sich wohlfühlt. Und natürlich passt man traditionellerweise die Kleidung ein wenig an das Geschehen. Nachdem das Geschehen hier unglaublich vielfältig ist, gibt es Dinge, wo du ganz perfekt gekleidet wärst. Und es gibt Dinge, wo du vielleicht ein bisschen auffallen würdest, aber auch das sollte im Rahmen der souveränen Umgang, des souveränen Umgangs mit kulturellen Geschehen möglich sein. Ah, cool. Gute Antwort? Ja, ich bin zufrieden. Ich komme dann. Du kannst ganz entspannt kommen. Okay, cool. Naja, Wein und Musik, das ist eine Kombination, das gibt es seit archaischen Tagen und das funktioniert ganz gut. Und ihr macht dazu jetzt auch was, nämlich gemischter Satz, ein Frühlingsfestival. Was soll ich mir da vorstellen? Also der gemischte Satz ist eine ganz, ganz wunderbare, liebevolle, ideal kuratierte Geschichte, ein kleines Festival, das der Andreas Schett gemeinsam mit mir vor vielen, vielen Jahren, als ich begonnen habe, für dieses Haus zu arbeiten, ausgedacht habe. Wir haben dann den Christian Seiler, den Autor und Dramaturgen und wortgewaltigen Zeitgenossen dafür gewonnen, dass er die Texte gut aussucht. Und man muss sich das so vorstellen, dass das ganze Haus, und das ist ja eines der sozusagen Träume von jedem Veranstalter, bespielt wird. Und zwar nicht nur ein Saal, sondern alle Säle des Hauses. Man wandert von Saal zu Saal, erlebt dort Dinge, die man, das darf ich sagen, sonst nicht erleben würde. Und auch eine Kombination von künstlerischen Einflüssen, die man sonst wahrscheinlich nie erleben würde. Und es spielt das Wort eine Rolle, spielt die bildende Kunst eine Rolle und spielt die Musik eine Rolle. Und alleine Musik ist ja recht bunt aufgestellt, es gibt ja verschiedenste. Musik ist so vielfältig, wie man sich es nur träumen kann. Und dazwischen, zwischen diesen Gängen von Saal zu Saal, bekommt man in ganz entspannter Weise Kostproben von den besten Winzern dieser Stadt. Und das ist eben in Wirklichkeit eine Analogie, sozusagen die Vielfalt und die Kombination des Geschehens zum gemischten Satz, der ja in ganz eigentümlicher Weise hier in Wien angebaut wird. Spannend. Und dann, ist lustig, ist ja total sympathisch, total nett, unbedingt. Also das muss man gesehen haben und wir haben Superstars wie die Anna Prohaska. Wir haben ganz, ganz große, wunderbare Überraschungen für sie in dem Jahr 2023. Also es gibt noch ein paar Karten, viele nicht mehr. Ein Muss für jeden, der neugierig ist und Sinnenfreude auch zu leben weiß. Apropos Prohaska. Anna Prohaska kommt auch am 22. mit Patricia Kopaczynska. Ja, das ist eigentlich immer massi, oder? Na, die beiden, die Anna Prohaska und die Patricia Kopaczynska, ja, wenn man sich diese beiden Menschen vorstellt dann, und man gibt ihnen Raum, dann kann man sich schon vorstellen, dass da etwas passiert und auch etwas sozusagen in einer Kombination gestaltet wird, das ganz außergewöhnlich ist. In dem Fall wird mit dem in Hamburg ansässigen Ensemble Resonanz ein Projekt gezeigt, dass die Figur der Mutter Gottes, also der Heiligen Maria oder der Maria Magdalena, quer durch die Jahrhunderte von Musik von Hildegard von Bingen bis zur Gegenwart charakterisiert. In jedem Fall ein anregender, spannender, geistiger und künstlerischer Impuls und auch das 22.04. ein Besuch wert im Mozartsaal. Richtig festlich wird es dann am 8. und 9. mit Frühling in Wien. Das ist ja eine riesige Traditionsveranstaltung mit den Symphonikern. Vielleicht weniger mit Schlauberpulli, aber je nachdem. Genau. Wo ich mich ganz ärgere, dass ich am 13. April nicht in der Stadt bin. Das ist nämlich ein Abend, wo ihr zwei krasse Sachen habt. Da ist der Alexandre Kantorow im großen Saal. Das ist vielleicht der coolste, aufregendste Pianist seiner Generation. Aber auch am gleichen Abend Ian Bostridge und Brad Mehldau im Mozartsaal. Vielleicht ist es sogar gut, dass ich nicht da bin, weil die Entscheidung muss ich nicht treffen. Wo gehst du hin? Ich werde mir genauso schwer tun, wie der Rest des Publikums an diesem Abend zu entscheiden, in welchen der beiden Säle wir gehen oder ich gehe. Mal schauen, okay. Dann kommt aber auch die Camerata, dein lange, lange her Arbeitgeber mit Janine Janssen, oder?
Ende April. Ja, also die Janine Janssen, ich glaube, die wird wohl hier auch bekannt sein. Eine prachtvolle holländische Geigerin wird mit der Kammerata Salzburg auf der einen Seite Mozart-Violinkonzerte und die Mozart-Konzertone spielen. Ich glaube besonders an diesem Abend, weil ich weiß, dass die Kombination zwischen Janine Janssen und der Kammerata, die ohne Dirigenten auftreten wird, mit Grischa oder Gregory Asch als Leiter, eine Interpretationsqualität gerade von Werken von Wolfgang Amadeus Mozart entwickeln wird, die beispielgebend ist. Also wir alle wissen, dass Mozart ein, jetzt hätte ich gern gesagt, ein Hund ist, aber das möchte ich natürlich nicht sagen, sondern ein richtig schwer zu interpretierendes musikalisches Werk hinterlassen hat. Ganz oft wird das interpretatorisch weniger attraktiv gemacht, als wir es uns im Ideal wünschen. Die Kombination Janine Janssen, Grischa Asch, Kammerata Salzburg ist eine, die bei aller Demut vor der Zukunft erwarten lässt, dass es richtig, richtig, richtig interessant wird. Ein reiner Mozart-Abend von Interpreten, wie sie im Bilderbuch steht. Also höchste Exzellenz auf der einen Seite, Lebendigkeit, Dynamik, in jedem Fall ein Gewinn. Und am Abend zuvor, Lebendigkeit, Dynamik, Shakes Du, das ist vielleicht mein Highlight des Monats. Das ist ja eine Bläser-Jazz-Band der Sonderklasse. Und die total sympathisch. Ja. Auch im großen Saal, also ein wichtiges Datum für uns, für das Haus, aber auch für die Band. Mhm. Und vielleicht noch einen kleinen Hinweis, ab dem 21. März gibt es, glaube ich, die Abos für das nächste Jahr. Warum eigentlich ein Abo? Macht das Sinn? Natürlich macht es Sinn. Das macht Sinn für das Haus, aber es macht vor allem auch Sinn für die Menschen. Wir haben uns sehr bemüht, sozusagen dieser ganzen Dynamik der Preisentwicklung, der Inflationsentwicklung, der Sorge um wie geht's weiter, sehr gute Antworten zu bieten. Sie werden sehen, dass wir die Abonnements ein bisschen verkleinert haben, damit sie nicht zu teuer werden, aber unglaublich viel exzellente dynamische Qualität verpackt haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die 111. Saison in diesem Haus richtig dynamisch wird und dass wir sie sehr stark im besten Sinn des Wortes überraschen werden. Also sowohl nächstes Jahr als auch im April, tolle Sachen. Kommen Sie vorbei. Genau.